Hinter mir ist unser kleines Apartment und ich weiß überhaupt nicht, wie dieses Dorf heißt. Aber wir sind in den kommenden Tagen sind wir in Italien unterwegs. Aber wir sind in Lake Como, also am Como See oder Como Meer. Wie sagt man das auf Deutsch? Ich verwechsel das immer. Como See ist. Como voran. Como voran. Como ça va. Genau. Und hier schlafen wir. Ey, schau mal, das ist doch perfekt. Und für Peter haben die auch was. Guck mal. Da haben die. Ein Schminktisch. Habe ich am Schminktisch für Peter. Ist das nicht schön? Ja, der Prinzessentisch. Ja, Peter, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir erstmal was essen. Essen, richtig gut. Das kennt man ja von uns, wir suchen immer nach Essen. Richtig lecker Spanisch. Wir haben was gefunden, wir haben was gefunden. Die sind sehr froh, dass wir noch vorbeigekommen sind. Ja, genau, weil jetzt kommt der Wein. Wein. Wir haben Wein und haben die es dabei? Mit Maus wieder? Soll ich sagen Wein und Schwein? Oder? Wein und Schwein. Und wir kriegen eine Pizza Spuzione. Ja, echt. Lecker. Wir laufen jetzt zu unserem Apartment. Und Dana hat es gerade schon gesagt, was wir jetzt machen. Wir gehen schlafen. Aber wir sind echt kaputt. Wir haben morgen einen Tag hier in Como und das ist auch die ganze Planung, was wir gemacht haben. Das ist Como. Wir werden morgen Como besichtigen. Vielleicht gehen wir noch in Bellagio, vielleicht gehen wir aufs Meer noch. Aufs Meer, auf dem See. Wie nennt man es? Auf dem See, aufs Meer? Genau, See. Und auf jeden Fall gehen wir jetzt schlafen. Ich glaube, die schlafen alle schon. Wir sind jetzt hier im Apartment. Und morgen sehen wir uns wieder. Gute Nacht. Unser Tag startet mit einer Wassermelone. Unser deutscher Kollege, unser deutscher Gast hat gesehen, dass Peter zu viel getrunken hat gestern. Nein. Ja, er sagte, er hat Wassermelone, lieber, er hat viel zu viel gesoffen gestern. Aber, oder hat es zu mir gehabt? Ich habe schon gedacht, dass ich mir was im Nix habe. Was ist die Planung für heute? Wir fahren nach Como heute Abend, wir gehen schwimmen und wir gehen nach Bellagio, das muss sehr schön sein. So drei Sachen, wir haben ja auch nur einen Tag, also wir müssen davon genießen. Dann genieße auch. Wir sind jetzt angekommen in einem Ort, das heißt, Peter, wie heißt dieser Ort? Ja. Du weißt es? Was? Aregne? Nee. Aregno. 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 Und das ist ja am Como, Como See, Como Meer. Ich muss das immer. Como See ist es hier, in Deutsch. Como Fran. Ja. Also in Deutsch. Como Sie haben jetzt eine Stunde auf mich gewartet, weil die Drohne hat nicht funktioniert. Muss neu kalibrieren, Firmware-Update. Das hat echt lange gedauert. Aber jetzt gehen wir zur anderen Seite mit der Fähre. Weil das ist weltberühmte Bellagio. Das muss das schönste Dorf Italiens sein. Wir sind sehr gespannt. Und das Bellagio ist, glaube ich, auch inspiriert. Also dieses Bellagio ist Inspiration gewesen für das Bellagio Hotel in Las Vegas. Also wir fahren jetzt hin. Seid ihr bereit, Jungs? Zwei Stunden reicht? Zwei Stunden reicht. Dann, der will jetzt eine CD kaufen. Wir sind in diesem Bellagio im Park und er hat gesagt, er kauft die CD für 5 Euro.
Oder wenn es nichts ist, dann schmeißt er sehr gemütlich aus dem Fenster beim Auto. Nee, ich glaube, es ist gut, die Jungs spielen gut. Ja, 5 Euro. Ja. Wir laufen noch durch die kleine Gassen von Bellagio und gerade bei der Kirche, wenn man hochläuft, überall ist auch Live-Musik übrigens. Und Blues. Wieder Blues. Blues Bellagio. Bellagio Blues. Cool, ja. Das ist vor der Kirche, ja. Hier durch Bellagio gelaufen und das Coole ist hier, jeder Donnerstag, er war am Zählen, glaube ich, er war Montag, Dienstag, der Musiker war am Gucken, wie das heißt, aber Donnerstag heißt der Tag, wo hier immer ein Bluesfestival ist und da spielen immer so Bands und die ganze Stadt, oder das ganze Dorf, ist eigentlich ein Dorf, und überall Bluesmusik und gerade waren wir bei mehreren Bands, wir haben auch CDs gekauft für uns selber und wir haben auch was Lustiges für euch. Ihr könnt eine CD gewinnen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist einfach den Link von unserem Vlog teilen, bei Facebook oder bei Instagram und wir holen dann jemand raus und dann könnt ihr die CD bekommen. Die schicken wir ihnen dann zu. Und die CD ist von, wie heißt der? Rino Villano und es ist eine coole CD. Wir haben gerade die Jungs auch gehört, die haben so Cover-Songs, Dead Flowers, Rolling Stones, einen Minus habe ich gerade vorbeikommen sehen. Das ist eine coole Sache, da muss man einfach teilen und da könnt ihr das gewinnen. Und naja, wir laufen jetzt Bellagio raus und gehen weiter, weil wir wollen jetzt eben kurz das Wasser berühren. Wir gehen jetzt Wasser. Schwimmen. Die Abkühlung war gut, gerade ein bisschen geschwommen und das Einzige ist, dass hier nur Steine sind, aber man kommt echt schwierig aus dem Wasser raus. Das ist echt total schwierig. Aber gut, wir laufen jetzt zum Auto und dann fahren wir Richtung Como. Wir gehen in die Stadt, gehen was essen und die Stadt noch nie gesehen, also das ist auch wieder was Neues für mich. Das ist ungefähr 50 Minuten fahren von Bellagio aus. Man kann richtig mit der Fähre dann rüber, Bellagio und dann Richtung Como. Der wird uns jetzt ein bisschen rumguiden und er ist vorher schon hier gewesen und er weiß genau, wo die guten Esssachen sind, die auch teuer, die auch nicht so teuer sind. Ja, auch die teuer, das haben ein Problem. Ja, ist Como so teuer? Ist so teuer. Ich weiß nicht, ich war da nie in Como, aber Como ist teuer, sagt er dann. Die kriegen mir bestimmt Platz. Dann suchen, was nicht teuer ist, weil das gibt es nicht. McDonald's ist nicht teuer. Aber ich glaube, die haben hier schon ordentlich einhängen. Das ist schon Wochenende feiern die hier. Wir sind jetzt bei Panino Buono und da kriegt man Tausende Sandwiches, gefühlte Tausende. Und ich nehme hier Raw Ham mit Goat Cheese, Parmesan Cheese und Chili Pepper und ein paar Pommes.
heißt Piazza Giuseppe Mazzini, heißt der Platz. Und hier ist immer was zu tun. Ist immer was los, sagt er da. Das sag ich ja. Letztes Mal, wo er war, auch was los. Nein. Und hinter uns ist ein kleiner Jazzclub. Und fragen Sie mal, spielen Sie Jazz? Jazz nicht, aber ihr Lein. Liken, kommentieren und wieder abonnieren auf unserem Kanal. Bis.